Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Cards. Ich bin Paddy und herzlich willkommen zum diesjährigen Display Bingo. Wir befinden uns in der Adventszeit. Das bedeutet, es gibt natürlich einige Giveaways für jeden Advent. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. Ja, herzlich willkommen zum ersten Advent-Video. Ich werde euch heute, also es hat ein bisschen viele Informationen. Natürlich kommt das Video ein bisschen zu spät. Es ist leider daran geschuldet, dass ich in letzter Zeit ein bisschen viel um die Ohren hatte. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht trotzdem nachholen können. So, wie ihr seht, habe ich hier so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wird es folgendermaßen laufen. Ich habe für 4 Videos vorgesorgt. Ich habe mir für 4 Videos was überlegt. Das bedeutet, ich habe 4 Videos auf 4 Advente verteilt. Sprich, es gibt bei jedem Advent etwas zu gewinnen und die Gewinne steigern sich. Wir öffnen in dieser Adventszeit für jedes Video oder in jedem Video 9 Booster. 9 Booster aus einem Fusionsangriff. Wir spielen nämlich ein Display-Bingo. Ich habe mir 9 Felder überlegt. Die werde ich unten rechts wahrscheinlich einblenden. Das werdet ihr dann sehen, was ich alles quasi ausfüllen muss bei diesem Bingo-Feld. Und am Ende, also das wird ein langer Prozess, wenn diese 4 Videos vorbei sind, kontrollieren wir, ob wir alle Bingo-Felder aus diesem Feld gelöst haben. Wenn wir das geschafft haben, gibt es noch ein weiteres Giveaway. Es gibt bei jedem Advent ein Giveaway und die Gewinne steigern sich, hatte ich eben bereits schon erwähnt, glaube ich. Es geht los mit einer Autogrammkarte von mir, wenn die überhaupt jemand haben will, ist mir egal, die bekommt ihr trotzdem zugeschickt. Es gibt einen Shining Fates Booster und ein japanisches Booster von Jack Black Poltergeist oder Poltergeist. Das gibt es dann für jedes Giveaway. Sprich, es gibt dann jedes Giveaway ein Shining Fates Booster, ein Jack Black Poltergeist Booster und eine Codekarte. Und dann noch eine Promo dazu beim zweiten Giveaway. Beim dritten Giveaway oder beim dritten Advent gibt es dann noch ein Dogtag. Und beim vierten Advent gibt es dann noch Hüllen. Die Promokarte ist bei jedem Giveaway unterschiedlich und die Booster sind in der Regel eigentlich gleich. Also es sind dann Shining Fates Booster, ich glaube 4 unterschiedliche Artworks habe ich rausgesucht. Und dann haben wir halt noch das Display. Bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal ins Display. Ich werde wie gesagt unten die Felder einblenden, die es gilt auszufüllen, um am Ende noch ein weiteres Giveaway zu machen, etwas größeres. Ich werde nochmal ein paar Informationen zum Giveaway bekannt geben. Das Giveaway oder beim Giveaway sind alle zugelassen, die halt Follower dieses Channels sind, die ein Like für jedes Video geben und am besten mir auch bei Instagram folgen, denn da können wir dann alles weitere klären, das ist dann einfacher zu handhaben. Ansonsten alle weiteren Regeln findet ihr in der Videobeschreibung, das werde ich dann einfach unten verlinken, da muss ich jetzt nicht extra noch groß quatschen, wir haben nämlich schon viel zu viel Zeit verloren. Ich würde sagen, ich lasse das Gewinnspiel lasse ich hier hinten, damit ihr sehen könnt, was ihr bereit seid zu gewinnen, wenn ihr hier mitmacht. Ach ja, genau, der Gewinnspielzeitraum für die ersten 3 Advente wird bis zum 4. Advent gehen. Das heißt, ich werde ab dem 4. Advent dann die ersten 3 Gewinnspiele auslosen und das 4. Advent-Gewinnspiel werde ich nach der Weihnachtszeit auslosen. Und die Box dann im Frühjahr, also im nächsten Jahr. Ich glaube nach Neujahr oder so. Das werde ich, wie gesagt, alles unten reinschreiben, könnt ihr da sehen. Gut, wir gehen einfach in das Video, öffnen die Box. Ich habe mega Bock, denn wir haben einiges vor. Na los, ich schneide das kurz. So, ich werde jetzt mit euch einmal die ganzen Bingo-Felder durchgehen. Ich habe ein bisschen in diesem kleinen Heftchen, was man in der Top-Trainer-Box bekommt, durchgeschaut, was man alles für so ein Display-Bingo nehmen könnte. Ich habe mir hoffentlich ganz coole Sachen rausgesucht. Falls ihr andere Ideen habt für irgendwelche Bingo-Felder, könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben. Aber für dieses Video, beziehungsweise für diese Videos, gibt es folgende Bingo-Felder. Wir haben einmal eine VMAX als Bingo-Feld. Wir haben einmal 3 Reverse Rares insgesamt. Wir haben Green Cards, bedeutet eine Pflanzenenergiekarte, auch 3-mal. Holos haben wir 3-mal, die abgehakt werden müssen. Wir haben ein Feld, was Energie gleich Rare bedeutet. Wir haben die Energiekarte am Anfang, wenn die jetzt zum Beispiel eine Pflanzenkarte ist und die Rare-Karte ein Pflanzen-Pokémon ist, haben wir das erfüllt. Wir haben 3
Hintergrund-Pokémon in einem Booster bedeutet, wenn auf einem Artwork mehr als ein Pokémon ist, zählt das als ein Pokémon, also beziehungsweise als ein Punkt. Und das müssen wir in einem Booster dreimal erreichen. Ne? Also wenn das in einem Booster dreimal vorkommt, ist das ein Punkt von dreien. So, ne? Und das müssen wir dreimal erreichen. So, ne? Dann haben wir eine Dreier-Evolution in einem Booster oder zwei Zweier-Evolutions. Eine Dreier-Evolution ist insofern ein bisschen tricky immer, weil es halt immer mit einer Rare gekoppelt ist. Deswegen habe ich nochmal dazu genommen, zwei Zweier-Evolutions kann auch sein. Also es ist im Endeffekt die gleiche Chance ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten. Daher ist das gar nicht so schlecht. Und wir haben einen Hit von jedem Typen. Außer Drache. Drache gibt es, glaube ich, keine Hits in diesem Display. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall ganz wenige Hits. Und die letzte Kategorie ist einmal in der Mitte eine Alternativkarte, eine Goldkarte oder eine Rainbow-Karte. Wir suchen natürlich die Alternativ-Schlaraffel-Karte, dann ist Blitz-K.O., dann ist es vorbei, dann haben wir direkt gewonnen, dann wird die Box auf jeden Fall verlost. Die Box werde ich dann irgendwann in einem der nächsten Videos vorstellen, aber ich würde sagen, wir starten einfach rein. Wir haben 9 Booster dieses Videos, ich gehe einfach mal von vorne los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfekt. Wir starten einfach rein. Ich mache einfach ein bisschen schneller, damit das Video nicht allzu lang wird. Ich habe natürlich in dem Video sehr viele Informationen gedroppt, aber das ist nicht schlimm. So, ich kann nebenbei nochmal erzählen, falls die Leute dies... Oh, wir haben eine Green Card. Das ist schon mal ein Punkt von einem der Liste unten. Ihr seht es, wenn ich es abhake. Ihr werdet das dann mitbekommen. Genau, Küchenchef. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich die Karte als eine ausgewählte Karte nehme als Punkt. Hab's dann aber gelassen, weil es doch ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wir, naja, einige Karten doppelt ziehen. Ich wollte eigentlich auch erst Raffel nehmen als Karte, aber Raffel gibt es in dem Display nicht. Was mich ultra genervt hat, weil ich es nicht verstehe, weil Schlaraffel so viele Karten bekommen hat und Raffel ist nicht dabei. So, Ineko, eine Reverse-Karte und Austoss. Gut, so, zack. Ah, genau, als Hits können wir zum Beispiel auch die Rare-Karten zählen, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben zumindest eine Pflanzenkarte. Zack. 1, 2, 3, 4. Es ist ein bisschen chaotisch, weil es ein bisschen kurzfristig organisiert ist, aber ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch und ihr könnt das trotzdem enjoyen. So, wir haben eine Elektroenergie, die wird weggeschmissen, aber wir müssen uns merken, Elektroenergie. Wir haben Togedemaru, Flottball, Tohaido, sind da andere Pokémon mit drauf? Nein, aber es könnte sein. So, Mushas, das ist die erste Karte mit mehreren Pokémon drauf. Das heißt hier, oh, Raupi auch, mehrere Pokémon. Ne? Müssen wir uns merken. Rotomorph, und was ist das? Ach, das ist ein Zelt da unten, okay, das sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon. Gut, das Shinox zählt nicht. Aber hier, wir haben Haspirohr mit Schlappohr im Hintergrund. Also auch der erste Punkt für dieses Booster ist erledigt. So, eine Evolution haben wir nicht. Wir haben Hydropie als Rare, wäre sogar noch ein Pokémon mit mehreren Pokémon drauf. Und ein Kolossand als Rare-Karte. Also eine Psychokarte auch abgehakt. So, 1, 2, 3, 4. 4 nach vorne. Oh, das Video könnte echt ein bisschen länger werden. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wir haben eine Kampfenergie. Merken wir uns. Wir haben Georok, Somnivora, Furnifras. Also hier Potenzial auf Zweierentwicklung ist da. Kupfanti, Bämon, Onix, Snomnom, Pummelhof, das Artwork habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sieht ja super behindert aus. Entschuldigung, das darf man eigentlich nicht sagen. Vulpix als Rare, Reverse und dahinter Lippomentas. Also Kampf, wir hatten eine Kampfenergie. Das heißt, Energie gleich Rare haben wir auch abgehakt. Sehr schön. Okay, gut, die Kampfenergie ist zum Glück nicht weggeflogen. Das heißt, das haben wir auch abgehakt. So, also so far läuft es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Außer, dass wir keine Hits haben. Ne? Ja, gut. Wir machen weiter. Ich hake nebenbei mal kurz was ab, damit ich mir das merke. So, weiter geht es. Wir haben eine Feuerenergiekarte. Tschüss. Die interessiert uns nicht. Skatepark, die habe ich auch noch nicht gesehen. Motineva. Vulnona. Vulpix ist eine Entwicklung. Wenn wir jetzt noch ein Snomnom ziehen, dann haben wir das auch abgehakt. Denn das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Kategorie. Menki.
Ah, oh, ich dachte gerade schon. Scampisto. Skorgler. Reverse. Wieder eine Reverse. Kamen. Und dahinter unser erster Hit. Libero V. Sehr schön. Die habe ich zwar schon, aber macht nichts. Mal Hüllen. Habe ich natürlich wieder nicht. So, hier, zack, wird eingetütet. Die Hits lassen wir auch wie immer liegen. Genau, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, die Bedingungen für dieses Gewinnspiel müsst ihr einfach einmal entweder unten in der Videobeschreibung abchecken oder ihr guckt gerade jetzt zu und schreibt einfach einen Hashtag mit ersten Advent und beantwortet mir in den Kommentaren, welches euer Lieblingspflanzen-Pokémon ist. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, um an dem Gewinnspiel auch teilnehmen zu dürfen. So, wir haben Biggie Cheetah, Ulrich, VIP-Kampfpass, Kanimani. So, da sind überall keine weiteren Pokémon drauf. Zapladin, Kloptopus. Ist da eigentlich ein anderes Pokémon drauf? Ne, ist eine Muschel, ne? Okay. Haspiroa wäre das erste Pokémon. Zorua. Da ist nichts drauf. Dann haben wir hier Luxio mit einer Beere. Keinem anderen Pokémon leider. Und Melmetal, die erste Holo. Erste Holo auch abgehakt. Sehr schön. Melmetal haben wir aber leider auch schon. Macht aber nichts. Denn das hilft uns bei diesem Box Display Bingo. So, vier nach vorne. Weg mit der Unlichtenergie. Sandama, Folikon, lassen wir mal draußen Urgemato, was, okay, Iguanor, ist auch kein Pokémon drauf, Volley, Cottini, okay, da ist überall nichts drauf, Sandan ist schon mal die erste Entwicklung, Hydropie wäre das erste Pokémon mit einem anderen Pokémon noch drauf, hier bei Groldra gucke ich gerade, da ist so ein Olangar hinten drauf, könnten wir auch mal zählen. Und die letzte Karte ist eine Belektro-Full-Art-Karte. Oh mein Gott, wie schön ist diese Karte denn? Also die ist zwar Offset, aber es ist super egal, weil die Karte, die ist mega schön. Yo, Full-Art-Karten hätte ich auch als Karten rein, also als Kategorie mit reinnehmen können, weil ich Full-Art-Karten wirklich feier und liebe. Alter Schwede, die ist super schön. Die fehlt auch noch. Sehr schön. Also wer Full-Art-Karten nicht mag, dem ist nicht mehr zu helfen. Das war eine super schöne Karte. So, wir haben dann Elektro-Pokémon auch abgehakt als Hit. So, Belektro, sogar das nächste Artwork. So, zack. Also das nächste Booster-Artwork. So, weg mit der Energiekarte. Vier Karten nach vorne. Und wieder eine Green Cards. Das ist die zweite. Das heißt, es fehlt nur noch eine. So, wir haben Schlappohr. Bisher immer nur im Haspiroa Artwork gesehen. Sehr cooles Artwork. Morabel, auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Cross Transceiver. Okay. Wir haben Grillmack. Minun, erstes Pokémon mit anderen Pokémon im Hintergrund. Pupanz. Baldorfisch. Galar Gorgason. Zigzags. Oder Galar Zigzags. Und ein Luxtra. Hier, wie ihr seht, wir hatten kein Shinux und kein Luxio in diesem Booster, deswegen diese Dreierentwicklung ist ein bisschen tricky zu bekommen, deswegen habe ich es auch auf zwei Zweierentwicklungen dann nochmal beschränkt, beziehungsweise nochmal mit dazu genommen. Das wird eine sehr schwierige Kategorie, glaube ich, werden. Da müssen wir mal schauen, ob wir die überhaupt erreichen können oder zur Not eine extra Regel noch mit einführen. So, zack, Elektrokarte oder Elektroenergie weg, Wummer, Schwammhandschuhe, Kranowitz, Scampisto, erste Entwicklung, Fukano, okay, jetzt wird es schwierig, glaube ich, mit den Entwicklungen, Velursi, Symbolara, wenn wir Glück haben, vielleicht eine Entwicklung, hier Arcani Reverse oder Velursi, hier, wie heißt der, Costoso Reverse, okay, es ist Melmetal, Meltan Reverse und dahinter noch ein Melmetal vielleicht, nein, Inteleon VMAX, nein, die haben wir schon, oh, wie ärgerlich, oh, die haben wir im letzten Blister Opening gezogen. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, findet ihr auch auf meinem Kanal das Video von den Blistern, aber eine sehr schöne Karte. Gut, wird eingetütet, also auch eine VMAX, stimmt, eine VMAX, abgehakt. Der Punkt, den können wir auch zählen. So, hier finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass hier so viele V-Karten drin sind und VMAX-Karten, die
keine Vorentwicklungen mit drin haben als Karten. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Das macht das Bingo ein bisschen schwieriger. Aber naja, gut. So, wir machen weiter. Für die, die ein bisschen geskippt haben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr einmal den Kanal abonnieren, dem Video ein Like geben und ihr müsst die Videobeschreibung unten lesen, alles erfüllen und natürlich dann einmal einen Kommentar mit Hashtag Erster Advent und dann mir die Frage beantworten, was euer Lieblingspflanzen-Pokémon ist. So, wir haben Camillas Glanz, wir haben Costoso, die hätten wir eben gebraucht, Skatepark, Schnuthelm, Nino und Plusel, erstes Artwork mit mehreren Pokémon drauf. Hier würden wir auch mal Ditto dazu zählen bei Schnuthelm. Das noch. Also haben wir zwei. Dann heißt es Somniam. Mauzi haben wir noch. Merrill. Okay, da ist auch nichts drauf. Latias. Latios als, also Latias als Reverse-Karte. Und dann noch Latios als zweites Pokémon. Das heißt, das zählen wir auch als Punkt ab. Das heißt, davon fehlt nur noch eins aus dieser Kategorie. So, und dahinter ist der letzte Hit. Wir beenden dieses Video, dieses erste Advent-Video. Sehr gut. Props an mich. Wir beenden das Video mit einem oder einer. Kann ich einen Trommelwirbel haben? Dankeschön. Mit einem Akani. Ah, ich weiß nicht, ob das hilft. Aber egal. Gut. Ich mach die Abmod und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das war das Video zum Advents-Display-Bingo. Also das erste Video davon. Wir haben einmal diesen Gewinn. Da könnt ihr einmal einen Shining Fates Booster, einen Jack Black Poltergeist Booster und eine unterschriebene Autogrammkarte von mir, von der Green Card, die ihr nicht haben wollt, die ich euch trotzdem mitschicke, wenn ihr gewinnt. Darum geht es, dieses Video. Ihr müsst dafür folgende Dinge tun. Ihr müsst den Kanal abonnieren, ihr müsst dem Video ein Like geben, ihr müsst mir auf Instagram folgen, damit wir danach den Kontakt aufnehmen können, damit ich euch die Sachen zuschicken kann. Und ihr müsst mir eine Frage beantworten mit Hashtag Erster Advent und welches ist euer Lieblingspflanzen-Pokémon. Das müsst ihr einmal alles erfüllen und alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch meinen Link zu meinem Instagram-Kanal. Das Video an sich, beziehungsweise die Ausbeute von diesem Video, war insofern nicht schlecht. Wir hatten drei Hits und einen Semi-Hit mit einer Holo-Karte. Wir haben eine V-Max, eine Libello-Karte und eine Full-Art-Karte, die leider ein bisschen schlecht gesendert ist, was ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben von unserer Bingo-Liste einiges abgehakt. Schon. Wir haben einige Hits abgehakt, von, glaube ich, es sind insgesamt 9 Hits, die wir haben müssen, aus unterschiedlichen Typen. Da haben wir, glaube ich, 6 oder 4 oder 5 irgendwie sowas abgehakt. Müsste ich dann nochmal gucken. Ihr seht es auf jeden Fall eingeblendet. Dann haben wir 2 Green Cards auf jeden Fall gezogen, was schon mal nicht schlecht ist. Wir haben eine Holo-Karte von 3 Holo-Karten. Wir haben eine V-Max schon gezogen als Punkt. Reverse Rares haben wir eine gezogen, was nicht schlecht ist. Da fehlen noch 2 weitere. Und wir haben direkt den Punkt mit Energie gleich Rare abgehakt. Die hatte ich auch ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Aber gut, dass wir die am Anfang schon weg haben. Was jetzt noch ein bisschen trickier wird, wird halt die Evolutionsreihe sein. Entweder eine 3er Evolution oder 2 2er Evolution in einem Booster. Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir nochmal gucken, ob wir die Regeln ein bisschen ausweiten. Und natürlich fehlt halt noch eine alternative Karte, Rainbow oder Goldkarte. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, denn ich habe bisher auch schlechte Displays gesehen. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Wir gucken einfach auf die nächsten 9 Booster. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch allen viel Glück beim Gewinnspiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!